In Deutschland gibt das beide Partner das voreinander verheimlichen. Ja, ja, es ist, man muss drüber lachen, aber tatsächlich bin ich sehr überzeugt, dass es das Stand heute in Deutschland so gibt. Ja, und das ist doch traurig, das ist einfach traurig. Hallo und weiter geht die wilde Fahrt. Heute Morgen hat schon richtig gut angefangen. Ich stehe mal wieder an der Ampel, die dauert immer länger. Ich habe ein Podcast-Interview gemacht mit Chris Diepold. Über eine Stunde, war super geil. Und jetzt geht's weiter zu Tobias Pietsch von Hanfner aus Freiburg. Da fahre ich heute nach Lahr zu ihm ins Geschäft und mal schauen, was sich da ergibt. Ich möchte mit ihm natürlich einmal ein YouTube-Video machen. Und da habe ich noch ein paar andere Sachen mit ihm zu besprechen, mit denen wir zusammen gemeinsam vielleicht auch was auf die Beine stellen. Also, ich fahre jetzt mal los, bleib dran. Es gibt ein bisschen was zu sehen. Bis gleich. So, ich bin jetzt gerade in Lahr angekommen und ich muss sagen, innerhalb weniger Minuten habe ich schon einige Menschen hier gesehen und die Rasterlockendichte ist relativ hoch. Hanfner habe ich auch schon gefunden. Tobias kommt auch gleich. Ich war jetzt gerade noch in der Stadt. Man muss sagen, Lahr ist ein echt schönes Örtchen. Kann man wirklich schön flanieren. Gibt es einige Geschäfte. Es ist ein bisschen entschleunigt hier. Also das passt, glaube ich, ganz gut zu dem Thema medizinisches Cannabis hier. Ich bin auch gerade hier auf einem sehr schönen, großen, toll angelegten Spielplatz. Und ich laufe jetzt mal rüber und schaue, ob der Tobias schon aus den Federn gekommen ist. Also geht es mir eigentlich auch gerade. Also das ist, es nimmt auch echt extrem Fahrt auf, die ganze Sache. Und ja, hier, dass ihr seht, das ist der The One and Only Tobias Pietsch von Hanfner. Schönen guten Morgen. Und wir suchen uns jetzt ein schönes Plätzchen und dann nehmen wir ein kleines Interview auf für euch ganz spontan heute hier aus Lahr. Bis gleich. Alles klar. Aber ja, es ist ja nicht ganz nebenwirkungsfrei auch, ne, die Medizin. Außer Penelope. Ja. Okay. Ein ganz softer Einstieg für euch. Ich sitze jetzt mit dem Tobias hier. In irgendeinem Park. Wie heißt der? Im Ernet Park hier in Lahr. Genau, wunderschönen Lahr im Schwarzwald. Ja, also ich muss sagen, ich war hier noch nie. Ja. Und ich bin da vorhin mal in ein Städtchen ganz kurz reingelaufen und es ist wirklich urig. Also, ja, Lahr ist wirklich ganz, ganz toll. Das, wie eigentlich überall die Lahrer selber, die erkennen das dann nicht mehr so oder schätzen das nicht mehr so. Ne? Aber wenn man da mit offenen Augen durchläuft, dann erkennt man doch ganz viel Schönes. Ja, ja, also ich muss sagen, diese Dreadlock-Dichte ist relativ hoch. Hier habe ich heute Morgen schon gehört. Das ist tatsächlich auch, ich meine, das wird ja auch immer normaler. Es ist nicht mehr so ganz klischeebehaftet, sodass sich das doch auch immer mehr Leute trauen. Und schön aussehen tut es ja auch. Also mir gefällt es meistens sehr gut. Ja. Apropos schön aussehen, habe ich kürzlich ein Video gemacht zu Bediol. Mit Cannabis sehen alle Frauen schön aus. Das ist so eine der Nebenwirkungen, die ich hatte mit Bediol. Die geht dann irgendwann auch mal auf die Nerven, finde ich. Ja, also mal konkret zum Tobias. Hanfner ist hanfner.de, ne, die Webseite. Genau. Mit Online-Shop. Ich habe mir auch hier in Lahr den Laden gerade mal angeschaut. Ein riesengroßes Sortiment. Ich als Schmerzpatient mit Cannabis, ich habe da ja weniger einen Bezug dazu. Von daher finde ich es auch immer ganz interessant, in solche Hanfshops auch mal reinzugehen und um dort die Leute kennenzulernen. Und wie gesagt, also Tobias ist hier in Freiburg, in Lahr und noch woanders mit dem Hanfshop. In Lörrach, genau, direkt bei Basel, ja. Okay. Und auch Tobias kämpft für die Legalisierung ein Stück weit aus einer anderen Sichtweise. Tobias, du wirst bestimmt auch ein bisschen erzählen, wie kamst du zu Cannabis? Ist ja schon eine Weile her. Und ich halt aus der Richtung Medizin, Schmerzen, Schmerzpatient, für Patienten da zu sein als Cannabis-Coach. Und ja, im Endeffekt total dynamisch konträr so in die Richtung und trotzdem sitzen wir hier auf der Bank. Auch ich bin für die generelle Legalisierung und ich mache das auch größer und sage sogar in Europa, die Zeit ist reif dafür. Und wie ihr auch seht, Tobias hat natürlich
da ein Joint auch irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob da was drin ist, aber vielleicht erhöht sie auch die Einschaltquoten, wenn Tobias hier sich so ein Dübel zieht. Ja, erzähl doch mal, wie war denn das schon in deiner Jugend, ne? Und du hast eine lange Geschichte. Ja, genau. Ich habe vor über 20 Jahren einfach erstmal Kontakt bekommen damit, habe da auch einfach aus Neugier im Bekanntenkreis einfach mal versucht und schnell festgestellt, dass diese Horrorszenarien, die mir vermittelt wurden, hauptsächlich in der Schule, nicht so eintreten und eintreffen. Mhm. Und war dann doch auch schnell fasziniert, warum diese Art der Verteufelung da so stattfindet, ne? Warum gleichzeitig Alkohol sehr glorifiziert und verbreitet ist und der Hanf trotz der für mich damals nicht so schlimm spürbaren Nebenwirkung so verteufelt wurde. Ne? Und da hat sich dann recht schnell eine Faszination einfach dafür entwickelt, weil ich doch gemerkt habe, beim Alkoholkonsum, den man natürlich auch da ausprobiert in jungen Jahren, in verschiedenen Stärkegraden, habe ich doch immer mit negativen Nebenwirkungen oder auch Konsequenzen mal zu tun gehabt, was mir beim Kiffen nie passiert ist. Ne? Okay. Und ich habe dadurch auch recht schnell, recht viel konsumiert, in sehr jungen Jahren sage ich wahrscheinlich auch zu viel. Aber das habe ich da auch nicht so wahnsinnig reflektiert, weil ich gedacht habe, was die mir erzählen, das stimmt ja eh alles nicht. Mhm. Ne? Und habe deswegen auch den Teil der vielleicht gut gemeinten Gefahrenwarnung gar nicht so ernst genommen und habe dann eben sehr durchgehend konsumiert in jungen Jahren. Mhm. Was natürlich nicht ganz günstig ist, ne? wo man dann einfach in den Kreislauf einfach reinkommt, wo man merkt, okay, ich kaufe mir ein bisschen mehr, dann ist es auch schon wieder günstiger. Ne? Mhm. Verkaufe das dann wieder ein bisschen und habe dann recht schnell aber auch angefangen, weil das immer mit viel Stress verbunden war, mir einfach das selber anzupflanzen. Mhm. Weil ich dann auch wusste, was man kriegt. Ne? Weil dieses sich auf dem Schwarzmarkt beschaffen ist ja immer mit viel Nervenaufwand verbunden und auch die Qualitätsschwankungen waren für mich da einfach nicht lang hinnehmbar. Ja. Also Anbau ist ganz interessant. Ich habe weniger einen grünen Daumen, muss ich sagen. Ich habe sowas auch noch gar nicht probiert, weil ich bin Schmerzpatient. Ich bekomme das aus der Apotheke kontrolliert. Was mir vorhin ganz kurz aufgefallen ist, Alkohol, das Thema. Da habe ich auch vorhin eine Situation gehabt, die ich interessant fand. Ich habe ein Foto gemacht, ich blende euch das auch gleich mal ein. Das sind so kleine Fläschchen, diese kurzen, ne, die man so nehmen kann, steht Feuerwehrlöschwasser drauf. Ja? Und man weiß ja, die Feuerwehr trinkt ja auch gerne Alkohol. Auch ich war früher lange Jahre in der Feuerwehr und da wird natürlich Alkohol getrunken, auch nach dem Einsatz nachts um drei. Das ist völlig, völlig legitim, wird das so gemacht. Und da gibt es diese kleinen Fläschchen Feuerwehrlöschwasser. Also so in der Gesellschaft irgendwo manifestiert mit dem Thema Alkohol. Und Cannabis wird weiter kriminalisiert mit der ganzen Sache. Psychoaktivität ist natürlich auch ein Thema. Es macht kreativ, man hat viele Ideen. Ich habe mir ganz viel aufgeschrieben mit Bidiol. Das mache ich jetzt sogar weniger. Also ich merke da auch so ein Stück weit die Unterschiede. Wie ist denn das für dich mit dieser Psychoaktivität? Also du weißt ja teilweise auch nicht, was so richtig drin ist. Ich weiß es, es steht drauf auf der Verpackung. Ja. Und bei dir ist es ja immer noch so ein Stück weit und bei vielen anderen auch, so eine Blackbox, kann man eigentlich sagen. Ne? Also inzwischen habe ich ja auch das Glück, dass ich eben gemerkt habe, dass ich da auch therapeutisch von irgendwie profitiere und beziehe da schon auch meine Blüten inzwischen aus der Apotheke und weiß, was ich da konsumiere. Aber das war eben 18 Jahre lang oder 19 sogar ganz anders. Ne? Mhm. Das heißt, klar, wenn man sich selber hochzieht, weiß man schon so ungefähr wie, wo, was. Aber die Vielfalt in der Cannabispflanze ist ja so unglaublich. Da gibt es so unterschiedliche Abstufungen, Wirkungsbereiche. Dass man einfach doch benachteiligt ist, ne? Und speziell komplett auf dem Schwarzmarkt, wenn man auch nicht die Möglichkeit hat, sich da selber anzupflanzen, dann nimmt man natürlich das, was man kriegen kann. Ne? Und gerade in jungen Jahren reflektiert man das auch gar nicht. Da geht's, ist der hauptsächliche Faktor, man kann sich's leisten und es knallt Hauptsache. Ne? Und dadurch wird das Gefahrenpotenzial natürlich auch noch deutlich erhöht, einfach auf dem Schwarzmarkt. Ne? Statt dass die Leute wissen, deklariert, was sie da konsumieren, nehmen sie einfach das, was sie kriegen. Und da können sie noch froh sein, wenn es dann immerhin sauber, ne? Und nur stark ist, weil viele wollen das auch gar nicht oder gar nicht über einen langen Zeitraum so starkes Gras konsumieren. Das ist sicherlich am Anfang mal so in der Experimentierentdeckungsphase ganz spannend und jeder will der Held sein und das Stärkste rauchen, aber die meisten oder der überwiegende Großteil reflektiert das und merkt dann doch schnell, dass es das nicht alleine ist und verspürt dann schon den Drang auch etwas zu konsumieren, was weniger Psychoaktivität hat. Aber das Angebot fehlt dann einfach. Ne? Es gibt da gar kein Angebot für die Abstufung
Einschränkungen, die da sind, weil man in der Illegalität natürlich auf kleinstem Raum möglichst viel Psychoaktivität produzieren möchte. Ne? Und, ja, es wird immer weiter hochgezüchtet, die ganze Geschichte. Was mir auch im Vergleich dazu einfällt, wir sind ja hier in der Weinbauregion auch und auch in der Brennereiregion. Also dass es vereinzelt natürlich noch Brennlizenzen gibt für Turbinambur und so weiter, also die starken Alkoholiker. Und das ist ja auch so ein Thema, mit der Legalisierung, mit einer kontrollierten Abgabe gibt es ja einmal diese Ideen, das in Geschäften, in diesen Cannabis-Shops zum Beispiel anzubieten. Was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, gerade in diesen Kontextbrennereien, so eine Art Anbaulizenz, wie so eine Brennlizenz, ja, wo du dich wie auch Social Club-mäßig organisieren kannst und wo es bestimmte Anbaulizenzen gibt, mit denen man dann gemeinschaftlich sowas zum Beispiel auf die Beine stellen kann. Klar, ich glaube jetzt nicht, dass unsere Weinberge und Rebhänge jetzt auf einmal mit Hanfpflanzen dann auf einmal gepflastert sind. Doch das wäre vielleicht auch nochmal so ein Aspekt, der mir so einfällt. Anbauen selber, und oder zusätzlich vielleicht auch so eine Geschichte. Definitiv, das sollte ja auch, ich denke, viele haben da vielleicht auch gar nicht den grünen Daumen oder gar nicht die Zeit und die Lust, sich da reinzuarbeiten in die Thematik auch der Botanik dann. Aber ich denke, da gibt es viele Ansätze, wie man das kontrolliert machen könnte, ob das gemeinschaftlich stattfindet oder sogar staatlich kontrolliert. Also am Ende ist das sicherlich diskutabel, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt. Wichtig ist, dass überhaupt mal etwas passiert. Ja? Also so kann es ja einfach nicht weitergehen. Es ist sowohl für Patienten als auch für Freizeitkonsumenten überhaupt kein Zustand, der akzeptabel ist, weil alle unnötig kriminalisiert werden, mal zum einen, und eben auch dann viel mehr geschädigt werden, als es nötig wäre. Mhm. Also da viel zu wenig Kontrolle stattfindet. Ne? Und ich denke, es gibt genug Kompetenzen, die sich auch in diesem illegalen Bereich bei 4 Millionen Konsumenten gebildet haben, die man nutzen könnte, um da einfach seriös und sauber und kontrolliert mit einer Deklarierung etwas anzubieten. Ja. Ist auch spannend, du sprichst ja eben auch von Fachgeschäften, dass man noch drüber streitet, wie und wo. Ne? Und wenn man das dann eben mal wieder auf den Alkohol so projiziert, ne? Stell dir mal vor, man wird Alkohol jetzt nur noch unter Beratung in Fachgeschäften verkaufen. Ne? Ist vielleicht wünschenswert, ist vielleicht wünschenswert, aber das ist ja überhaupt nicht diskutabel in Deutschland. Ja? Da wäre der Aufschrei sicherlich sehr groß. Ne? Und selbst die Leute, die dahin kommen, dass man sagt, hey, Cannabis muss reguliert abgegeben werden, weil es vernünftig ist, immer natürlich mit der Einschränkung, aber das muss natürlich dann getrennt und kontrolliert und all sowas. Ne? Und ich finde das immer ganz wichtig, selbst da, wenn man das noch vergleicht mit anderen Sachen, die man sich in unbeliebiger Menge einfach kaufen kann, ne? Ist das auch schon immer noch ein großer Unterschied. Ne? Auch wenn ich das befürworte, dass Cannabis und mit einer Beratungsfunktion vielleicht auch abgegeben werden sollte. Es hat eben auch, wenn auch ein sehr geringes, aber es ist ein Schadenspotenzial da. Mhm. Und ich habe da schon auch die negativen Seiten von so einem Konsum in meinem Umfeld gespürt. Und da ist es auf jeden Fall nicht schlecht, wenn es da Kontrollinstanzen gibt, die da vielleicht zumindest die Chance haben, da das wahrzunehmen und Hilfe anzubieten. Mhm. Ja. Wobei, was mir jetzt auch ein Stück weit einfällt, oder um da auch mal einen Vergleich zu ziehen, gerade, wir vergleichen ja auch immer Alkohol, Zigaretten und Cannabis. Und stell dir mal vor, dass diese Sachen auch wirklich so kontrolliert für die Alkoholiker und die Zigaretten auch in der Form abgegeben werden, kontrolliert werden, ein riesen bürokratischer Aufwand außen herum auch noch geschieht. Das ist ein Thema, vergleicht mal die Dinge miteinander. Das ist wirklich ein Thema, was schon seit vielen, vielen Jahren in den Köpfen der Menschen einfach festhängt, dass Cannabis gefährlich ist. Und genauso ist aber auch diese Sache, wenn die Zigaretten und wenn der Alkohol auch so kontrolliert abgegeben werden würde, beziehungsweise jetzt recht frei abgegeben wird, da sind genauso Schädigungen ja da und noch viel, viel mehr. Ja? Es gibt ja immer diese Grafik, wie viele Tote es gab an Krebspatienten durch Zigaretten oder Alkoholtote, die dann relativ hoch ausschlagen und bei Cannabis irgendwie null ist. Und ich bin eigentlich eher so der Meinung, Cannabis rettet eher Leben. Also man müsste eigentlich eher so Dinge positiv machen, weil mein Leben hat es wirklich komplett rasant verändert zum Positiven. Also ich möchte da eigentlich auf dieser
auf dieser Grafik, die da immer wieder bemüht wird, da möchte ich so eine 1 stehen haben im Vorwurf. Ja, und die wird viel, viel höher sein, also im Vergleich zu den Toten sozusagen, die Jahr für Jahr immer noch mit Alkohol und Zigaretten produziert werden quasi auch. Und da ist auch Cannabis, ich habe es vorhin im Vorgespräch kurz angesprochen, wir produzieren ja mittlerweile auch in diesem schnelllebigen digitalen Wandel, in der Reizüberflutung, wir produzieren quasi schon Burnout-Patienten in Unternehmen. Die kommen raus, sie sind in der Klinik, die sind fix und fertig mit der Welt, die konnten einfach dieses Hamsterrad nicht mehr mitmachen. Und da finde ich auch Cannabis, wenn es in Maßen und wenn es eigenverantwortlich verwendet wird, finde ich das eine ganz gute Geschichte, um sich auch ein Stück weit mal rauszunehmen aus diesem schnellen Wandel, sich wieder selbst einzunorden, mit seinen Gedanken auch mal umzugehen und neu zu strukturieren und dann auch wirklich ein Stück weit zu wissen, wo man wirklich hin will. Das ist natürlich bei uns hier ein ganz besonderes Thema, weil wir uns komplett für die Sache einsetzen, aber genauso ist auch der Mitarbeiter bei der Bosch am Band da das Thema, ja, der immer wieder dieselbe Taktrate hat und abends einfach nur runterkommen möchte. Das ist ein Thema, ja. Das Schlimme ist ja, dass der Kiffer immer noch sehr behaftet ist mit dem Klischee, dass er faul ist, ne? Aber es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Es ist genau wie du sagst, gerade die engagiert sind, die abends auch noch das gar nicht richtig abschalten können, die nutzen das eben vermehrt, um dann eben doch mal kurz einfach zu entspannen, abzuschalten und eben wieder dann Kraft zu tanken für den nächsten produktiven Tag, ne? Oder auch um Entscheidungen zu treffen. Und dieses Klischee muss einfach endlich abgelegt werden. Ne? Es denken immer noch alle, die Kiffer, die hängen nur faul auf der Couch rum, aber es ist tatsächlich genau das Gegenteil der Fall. Mhm. Nur genau die Leute, die in diesen Hamsterrädern drinstecken, die haben unfassbar viel zu verlieren in ihrem gesellschaftlichen Standing und machen deswegen noch viel größeres Geheimnis daraus. Aber ich habe eben deutlich gemerkt, seit ich da ganz offen damit umgehe und die Leute sich mir gegenüber auch einfach mehr öffnen, dass dieses Klischee sogar in die ganz falsche Richtung sogar zielt. Ne? Und da gibt es sogar auch erste Studien jetzt schon dazu. Das ist einfach ganz wichtig, dass das in die Köpfe kommt und das nicht nur von allen Menschen, sondern auch der Kiffer selber, die das Klischee auch mal abends gerne bedienen, alle mit Sicherheit, dass wir aber trotzdem ganz viel aus unseren eigenen Erwartungen rausholen und rausholen können und dieses Klischee überhaupt nicht erfüllen im Querschnitt. Mhm. Ja. Da muss ich dir ein kleines Stück weit widersprechen. Ja, gerne, also ich spiele ja natürlich auch immer so den Ball hier, auch versuch's zu spielen. Diese Kiffer-Community, auch wenn ich das auf YouTube sehe, es gibt ja einige Channels, die sind auch toll abonniert, die haben auch viel, viel mehr Abonnenten wie ich. Ja, von mir aus mir reicht meine kleine Clique, kann natürlich noch größer werden. Und die machen sich einen riesen Aufwand, irgendwelche Videos zu schneiden, das irgendwie sarkastisch und ironisch, diese Politikerphrasen aus dem Bundestag immer wieder zu bemühen, so in die Richtung. Und ohne dass wir uns einschränken müssen, entweder Patienten oder Kreative wie Tobias. Aber das ist ja das, im Endeffekt hast du mir gar nicht widersprochen, sondern genau das ergänzt, nämlich das sind die der Öffentlichkeit sich trauen, die nämlich YouTube-Kanäle machen, sind meistens die denen das egal ist, ob sie dieses Klischee erfüllen oder nicht. Ja, die haben ihr Outing da sowieso vollzogen und es ist ihnen egal und da geht es dann eben am Ende um YouTube-Klicks und gar nicht so sehr um die Sache. Ja? Und die aber die Mehrzahl sind tatsächlich, die können keine YouTube-Videos übers Kiffen machen, weil das sieht dann ihr Chef oder ihr Partner, was es auch oft gibt, oder Familienmitglied oder was weiß ich, im Verein irgendwelche, und die haben einfach Angst vor den gesellschaftlichen Konsequenzen dieses Outings. Ne? Und ich bin mir sicher, dass da viel, viel mehr Potenzial schlummert, als das YouTube so im Durchschnitt vielleicht widerspiegelt. Das ist auch ein interessanter Aspekt, den solltet ihr euch auf jeden Fall mal mitnehmen, denn die Community im Cannabis-Bereich, die ist viel größer, als man wirklich erahnt. Ja? Und das ist, was du auch sagst, dass Leute gerne dann natürlich auch sich outen würden, da aktiv mitarbeiten möchten, doch Familie, im Geschäft und so weiter, da können es dann zu Konsequenzen kommen, weil das Thema einfach noch sehr stigmatisiert ist. Ich habe jetzt drei Läden, die ich auch fast täglich mit bediene, ne? Und ich erlebe da einfach tagtäglich Geschichten, ich lerne Menschen kennen, du würdest es nicht glauben, ja. Wir haben nun ein bisschen ein anderes Konzept im Laden einfach, dass das ein bisschen offener ist und im ersten Moment nicht direkt der Kieferladen ist, sondern auch das Publikum spiegelt das eben wieder, dass wir ganz viele Leute auch im Laden haben, die eben nur
die Klamotten mal angucken oder Kosmetik kaufen oder von den Lebensmitteln profitieren, sodass man nicht direkt stigmatisiert ist, wenn man reinkommt. Und dann, dadurch kommen eben auch Menschen rein, die sich dann mal trauen, diese Hürde allein den Laden zu betreten, schon zu überwinden und sich mir gegenüber dann sehr offen zeigen. Und wenn ich dann aber nachfrage, ja, hey Mensch, willst du das nicht auch mal so zeigen? Weil ich, da sind wirklich Menschen dabei, von denen das ganz viele gar nicht glauben würden, ne? Dass die sich bei mir eine große Bon kaufen zum Beispiel. Aber nein, da ist eben die Angst einfach zu groß. Die Angst ist einfach wahnsinnig groß. Ne? Und man muss sich mal vorstellen, 4 Millionen Menschen konsumieren das sehr regelmäßig. Das sind eben nicht nur die 50 auf YouTube. Da sind wirklich ganz viele Beamte dabei. Da sind Polizisten dabei, da sind Richter dabei, da sind Lehrer dabei, da sind Erzieher dabei, da sind alle dabei. Ja? Da sind einfach alle dabei, aber genau die ich genannt habe, haben die größten Schwierigkeiten da, offen mit umzugehen, weil zum Beispiel Erzieher, Lehrer, Polizisten sogar mit einem Berufsverbot belegt werden, wenn sie da ein Outing, da muss man auch mal sehen, was die für einen Druck haben, nur weil sie nicht die gesellschaftlich tolerierte Massenvernichtungswaffe Alkohol konsumieren möchten, ja, sondern lieber mit einem Joint entspannen oder mit einem Vaporizer, es gibt ja auch noch viel unschädlichere Methoden als ein Joint, werden die mit einem riesen Druck belegt, weil und dadurch entsteht die Angst einfach, ne, und keiner, die Leute verstecken sich, es ist so weit, ich habe gerade erst drüber philosophiert mit jemandem, dass ganz viele Partner sich sogar vor ihrem Partner verstecken mit dem Konsum. Und das habe ich schon in so einer Vielzahl erlebt, dass ich mir sicher bin, rein statistisch, dass es sogar in Deutschland gibt, dass beide Partner das voreinander verheimlichen. Ja, ja, es ist, man muss drüber lachen, aber tatsächlich bin ich sehr überzeugt, dass es das Stand heute in Deutschland so gibt. Ja, und das ist doch traurig, das ist einfach traurig. Selbst, dass nur einer sich vom anderen verstecken oder verstellen muss, ist schon schlimm. Ja, aber es ist wirklich so, das ist, die Angst ist so riesengroß, dass irgendjemandem zu sagen, der das vielleicht nicht akzeptiert, dass wir das aufbrechen müssen, so ein bisschen. Okay. Ja. Gutes Stichwort. Wir müssen aufbrechen. Doch er hat gerade vorhin auch nochmal Bong und Vaporizer gesagt. Ich suche mir da auch immer so ein paar Wortfetzen raus, um auch meinen roten Faden weiter zu haben. Ich meine, das ist ja auch jetzt schon ein längeres Interview. Ich habe ja einen Vaporizer, den Mighty Medic. Ich habe immer noch Berührungsängste mit Bongs gehabt. Und ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit Magda aus der Nähe von Frankfurt, die auch medizinische Cannabis-Patientin ist, die aber den Vaporizer mit der Bong irgendwie verwendet und es wäre doch blöd, wenn ich jetzt nach Lava und mit leeren Händen wieder zurückkomme. Das heißt, wir gehen jetzt in deinen Laden, ja. hanfnah.de, wenn ihr im Internet reingehen wollt und du brätst mich jetzt mal zur Bong und ich kaufe mir eine und ja, dann fahre ich gleich wieder zurück, weil wir sind beides Familienväter, organisieren außenrum und so. Also wir haben auch noch ein echtes Leben, ja, so in die Richtung. Vielen Dank für das Interview. Wurde viel länger, als ich gedacht hatte. Ja, richtig das, geil. Ja. Eine Menge Infos mit dabei und wir werden auf jeden Fall in vielen Bereichen weiter was zusammen machen. Ich denke auch, es war nicht das letzte Gespräch, was stattgefunden hat. Cool. Also, bis dann. Schönen Tag euch. Ciao. Tschüss.